gerne. Ah, ich sehe Bela Gabor Lenz. Hallo Oliver Mohr und Bela Benzin. Gabor Lenz. Hallo Sandra. Hallo Bela, hallo und das Oliver. Das ist dann Oliver Mohr. Ach, das steht auch sogar auf euren Schildchen. Ja, cooles Shirt, wenn ich es mal schnell so sagen darf. Da möchte man sich ja dran reiben fast. Ja. So. Ach, das sind eure Socializing-Schildchen, damit sich dann auch jeder erkennt quasi am Abend. Also ihr seht schon, der Film Benzin ist gleich in zwei Kategorien nominiert. Einmal Bela Gabor für den Götz-George-Nachwuchspreis und einmal Oliver als Regisseur. So, wie geht denn der Abend weiter, wenn ihr zwei Preise abräumt heute? Dann wird es ein kurzer Abend, habe ich gesagt. Wenn es bei der Nominierung bleibt, dann wird es ein längerer Abend, als wenn wir es wirklich abräumen. Okay, dann definierst du aber den Abend dann, weil ihr so lange feiert, dass es dann eine ganz kurze Nacht wird, oder? Exakt. Ja, okay. Hat er wohl recht. Es ist gerade total schön, euch so lachend und voller guter Laune zu sehen, weil der Film, ich habe ihn ja auch gesehen, der ist ja eigentlich sehr, sehr trist. Also es geht um ein Dorf an der polnischen Grenze. Du arbeitest da an einer Tankstelle, zu der eigentlich keiner mehr kommt. Leon ist dein Charakter, mit dem irgendwie auch nicht so viel stimmt irgendwie, der gerade in der Umbruchsphase ist. Was ist so die große Botschaft des Films, was du erzählen wolltest? Die Botschaft? Also es ging immer darum, dass jemand kommt und jemand geht. Also Bela, Leon will weg aus diesem Dorf und eine junge Frau aus der Ukraine kommt an. Und es geht um diese Begegnung. Es geht um Hoffnung, es geht um Menschen, die in verschiedenen Zeitstunden, in der Vergangenheit und in der Zukunft feststecken. Und Leon steckt so richtig fest, weil er quasi eigentlich nicht so richtig weiß, wo er herkommt. Er hat seine Mutter nie kennengelernt. Und durch diese Begegnung fängt an, eben dieses ganze Dorf und der Kosmos, dieser Mikrokosmos sich zu verändern. Was ist denn los mit dem Jungen? Der sammelt ja auch zum Beispiel Töne ein. Er sammelt Töne ein, wahrscheinlich um die Tristesse zu entfliehen. Weil er macht nichts, er wird die ganze Zeit rumgeschoben, ihm begegnen Menschen, vor allem die nette Dame aus der Ukraine, die ihn rausreißt aus dem Albtraum des grauen Brandenburgs. Es gibt so eine Szene im Film, da überlegst du dir doch wegzugehen und es kommt, ich glaube, es ist ein Regionalexpress oder so in dieser Art und du stehst direkt vor der Tür, die geht auf und ich wusste, du gehst nicht rein und sie geht wieder zu. Da dachte ich, okay, gab es so Momente schon mal in eurem Leben, wo man denkt, verdammt, ich hätte besser einsteigen sollen oder ich habe was verpasst? Nee. Gute, geile Sache. Nein, also geil, lass uns tauschen. Nein, aber so sollte man aber gar nicht erst Frage. Anfangen zu denken. Geile Frage, ja. Ja. Danke. Hast du was verpasst? Nein, also es ist ja auch noch genug Zeit, Dinge zu tun. Eben. Aber ich finde es für dich vor allem eine tolle Frage, weil mir gerade in meinem Recherchekopf einfällt, dass du ja mit 12 auf ein Schauspielinternat gegangen bist, stimmt? Was ist das? War das ein ganz großer Wunsch in dir oder hast du so Eiskunstlauf-Eltern? Nee, ganz im Gegenteil. Meine Mama ist auch heute hier, ich habe sie mitgenommen. Weil meine Mom war diejenige, die mich auf dieses Internat geschickt hat. Das klingt jetzt wahnsinnig böse, aber es war ein sehr wilder, früher Anfang der Pubertät. Und irgendwie habe ich schon immer Faxen gemacht. Und dann kam sie auf die Idee, mich auf ein Internat zu schicken, das das fördert. Warum wusste sie, dass sie dich mit Schauspiel kriegt? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine okay, wir brauchen die Mama. Stell dir mal vor, sie hätte dich in ein Reitinternat oder so geschickt. Da wäre ich ja nicht hingegangen. Ja, siehst du? Da wäre ich unmöglich hingegangen. Aber es ist, ich musste auch kämpfen dafür. Also ich musste, weil ich ein Stipendium gebraucht habe, weil diese Schule so astronomisch teuer war. Und dann habe ich ein Schauspiel. Und hast du im Hinterkopf noch irgendeinen Plan B, weil du dadurch den Weg natürlich wahnsinnig früh eingeschlagen hast? Ich glaube, so früh, als dass ich gar nicht erst zu der Gelegenheit kam, mir einen Plan B aus. Ja, ich sehe auch, ich denke auch, vielleicht solltest du nochmal drüber nachdenken, Bela. Ich bin immer dankbar für das, was kommt. Und ich bin und auch auf die Frage falsch eingestiegen oder falsch losgegangen, unmöglich, weil ich stehe heute hier und ich habe wahnsinnig viele Castings nicht gekriegt. Und trotzdem hat mich auch, dass ich sie nicht gekriegt habe, das ist immer Erfahrung, das ist Schulung, die mich heute irgendwie hierher getragen hat. Und jetzt stehe ich hier, bin wahnsinnig nervös, mein Herz springt mir aus der Brust, ihr habt keine Vorstellung. Ist dein Herzschlag ruhiger oder so ist man als Regisseur ruhiger als Schauspieler? Ich bin, glaube ich, bei mir springt es, ich war heute, als ich geduscht habe, eben so vor 3 Stunden, war ich wahnsinnig aufgeregt. Und dann stand auch Bela irgendwie in der Küche herum und dann da ging es wieder runter. Also bei mir schwankt so die ganze Zeit. Gerade bin ich irgendwie ruhig, weil ich mit euch rede. So. Vielleicht doch mal
Du als junger Regisseur, für alle, die uns zuschauen, live im Netz gerade, warum sind die First Steps für euch jungen Filmschaffenden so klasse, so cool, so wichtig? Es gibt echt eigentlich kaum eine andere Veranstaltung, wo so wirklich so eine Aufmerksamkeit drauf liegt. Und oft ist man als junger Filmemacher irgendwie so, okay, ich will einen Film machen, aber irgendwie interessiert es niemanden. So. Und hier hat man wirklich mal das Gefühl, man hat wirklich alle Leute beisammen. Also es gab gestern schon eine Veranstaltung, wo es nominierten Dinner gab, wo wir wahnsinnig großartige Gespräche führen konnten. Und das alles irgendwie so auf einer Augenhöhe. Und das schafft zum einen First Steps mit ihrem Rahmen, dass sie so wahnsinnig liebevoll dieses Programm gestalten. Und das ist schon wirklich so eine Ehre, hier nominiert zu sein. Das ist irgendwie das Wichtigste und wirklich ganz, ganz großartig. Ja. Es ist eine ganz große Familie, die hier zusammenwächst. Das ist ja das Tolle an dem Preis. Aber auch mal Hand aufs Herz, habt ihr Konkurrenzbeobachtung betrieben? Wer ist heute Abend euer größter Konkurrent? Also wir versuchen möglichst viele Leute kennenzulernen. Ich glaube, also das fing an der HFF schon an, also an der Filmhochschule, wo dann manche sagen, oh, und hier Ideen klauen und irgendwie Konkurrenz. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es wirklich so konkurrenzmäßig ist, oder? So, man ist natürlich irgendwie, man freut sich natürlich, wenn man irgendwie einen Preis gewinnt, aber man gönnt es, glaube ich, würde ich jeden, weil jeder, der ist, hat es, glaube ich, verdient. So. Ich habe mich die letzten Tage wahnsinnig gut mit Anna Suk unterhalten, die auch nominiert ist. Und aber sie hat auch sie kommt aus Wien und sie hat einen Wiener Akzent und da schmilzt mir das Herz davon. Also von Konkurrenz kann ich auf keinen Fall, das ist keine Konkurrenz. Wir sind alle hier, wir hatten die Veranstaltung alle zusammen. Ihr nehmt ja eh so, wie es kommt, wie du gesagt hast. Das ist eine tolle Lebenseinstellung und damit viel Glück für heute Abend und einen Spaß. Schönen vor allem. Dankeschön. Daumen.